Willkommen zurück zu Reach 2. Gerade ist das Fadenkreuz wieder verschwunden, jetzt ist es wieder da. Ich weiß nicht, woran es liegt. Einfach nur Start, einmal auf Pause drücken und das Fadenkreuz erscheint dann wieder. Wir werden uns heute um die nächste Hauptmission kümmern. Ödland-Berühmtheit. Ich weiß, hier ist zwar noch ein Banditenunterschlupf, aber das ist Stufe 6. Darum kümmern wir uns mal ein andermal. Jetzt ist mal seit langem wieder eine Hauptmission angesagt. Denn da müssen wir auch endlich mal wieder weitermachen. Wir werden alles, was uns im Weg entgegenkommt, erst einmal ignorieren, es sei denn, es ist eine Arche. Da wir sowieso alles aufdecken und dann ein andermal machen können, stört das ja nicht. Also bisher macht Reach 2 weiterhin ziemlich viel Spaß. Noch ein Banditendepot. Natürlich wiederholt sich einiges immer und immer wieder. Aber das Gameplay holt einiges wieder raus. Wir sind da! Endlich, Wellspring. Mal sehen, ob wir Bürgermeisterin Lusum Hager zu fassen bekommen. Gut, dann schauen wir mal rein. Du kommst hier nicht rein. Schicke Rüstung hast du da an. Sieht aus wie... Moment. Ein echter Ranger? Ja, willkommen in Wellspring. Du kannst immer rein. Wir passen hier nicht nur auf, dass keiner durchdreht. Macht was her. Hier kommt keiner rein, der aussieht wie Ödlandabschaum. Keiner. Oh, hey. In Wellspring hat man Niveau. Kapiert? Schick. Heißer Scheiß. Niveau, okay. Deine Lumpen an Leiche am Band. Aber die hier, du musst ihnen unbedingt aus dem Weg gehen. Bitte. Ich weiß alles, was du wissen willst. Beigebracht. Ist hier links. Gut, gehen wir mal direkt. Stehen bleiben, Arschgesicht. Hier geht's nicht durch. Gehen wir mal direkt zum Missionsziel, wollte ich gerade sagen. Ich suche die Bürgermeisterin von Wellspring. Du bist zur falschen Zeit am richtigen Ort. Bürgermeisterin Hager und ihr Personal sind nicht zu sprechen. Du musst warten. Versuch es morgen wieder oder gar nicht. Warum? Ist etwas passiert? Nein, und so wird es auch bleiben. Keiner kommt rein oder raus. Die Bürgermeisterin hat gerade größere Probleme als dich. Also, wie ich sagte... Fuck, was war das? Okay. Niveau also. In dieser Stadt herrscht Niveau. So, auf welcher Seite geht der Fahrstuhl auf? Hier.
Kannst du auch eine Kugel fangen? Lusum Hager, Bürgermeisterin von Wellspring. Früher spielte sie mit Wingsticks, heute zusätzlich auch mit Pistolen. Sie ist entscheidend für Projekt Dagger. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ich bin hier wegen Projekt Dagger. Von diesem Projekt wissen nur sehr wenige Personen. Und du bist keine von ihnen. Prowley schickt mich. Prowley, wie? Prowley ist tot. Vineland wurde komplett ausgelöscht. Sie ist ein Hologramm. Ist schwer zu erklären. Ich bin Walker. Der letzte Vineland Ranger. Dann noch mehr Arschlöcher! Ranger, schalten wir diese Wichser auf, dann reden wir! Okay. Wie ist die Lage da unten? Die gleiche. Sie haben deine Leute umgenietet und ich sie. Vielleicht bist du ja doch zu gebrauchen. Nicht übel. Wirklich nicht übel. Wirklich aus Vineland? Ich komme gerade erst in Fahrt. Winzigen Siedlung hätte ich das nicht erwartet. Du bist anders. Können wir jetzt reden? Ja, reden wir. Okay. Einmal das Datenpad nehmen, kurz nochmal umschauen vorher. Da ist noch ein Datenpad. Neues Fahrzeug freigeschaltet, Icarus. Ah, okay, mit dem kann ich anscheinend fliegen. Sehr cool. Noch ein Datenpad. Verrätst du mir, was hier läuft? Dagger sollte die Obrigkeit ein für alle Mal aufhalten. Aber als Vineland sich abkapselte, fiel der Plan in sich zusammen. Ich bin mehr als gewillt, das Projekt neu zu starten. Aber wie du siehst, gibt es dringendere Probleme. Das sehe ich. Wer sind diese Typen? Angeheuerte Abschaum. Die Goon Squad. Jämmerliche Banditen. Wer schickt sie? Nur ein Arschloch hat genug Eier, um so etwas abzuziehen. Clegg Clayton, der reichste Wichser der Stadt. Er schielt schon länger nach dem Bürgermeisterposten, aber in letzter Zeit legt er sich ins Zeug. Er besticht die Funktionäre der Stadt, um Militärgerät an sich zu reißen. Darunter zentrale Teile für Dagger. Dann töte ich ihn und hole die Ausrüstung zurück. So funktioniert das nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Zuerst muss ich wissen, wer ihn unterstützt. Außerdem müssen wir herausfinden, wo er die Ausrüstung lagert. Hast du einen Plan? Sein Ego ist so groß wie ein Ecopod. Aber das können wir ausnutzen. Wir müssen an ihn rankommen, sein Vertrauen gewinnen. Und dann kannst du die Wanze an seinen Computer anbringen. Damit kann ich all seine Daten herunterladen. Wer ihn unterstützt, wer die Goon Squad versorgt und wo er die gestohlene Ausrüstung lagert. Claire Clayton umgibt sich gerne mit den Reichen und Schönen. Sie lungern in seiner Sieger-Lounge herum. Wenn du einen Weg hineinfindest, dann schaffst du es auch, diese Wanze anzubringen. Gut, bin dran. Ausgezeichnet. Schnapp dir die Wanze, geh in Clegs Büro und bring sie an seinem Computer an. Okay. Wird gemacht.
Hey, hallo, was darf sein? Du willst wohl ein ordentliches Chaos anrichten. Wie wär's mit ein paar Böllern und Mordkügelchen? Du bist genau am richtigen Ort. Piu, piu, piu. Katsching. Munition gefällig. 1000 kostet ein Stück. So, kaufen wir mal 5. Ah, falsche Taste. Nachladen im Holster. Automatisch nachladen, wenn für 10 Sekunden nicht ausgerüstet. Und das freischalten. Erhöht die Feuerrate und erhöht den Rüstungsschaden. Das ist eine gute Frage hier. Auf jeden Fall lernen wir das erstmal. Ich nehme den Rüstungsschaden. Haben wir denn einen anderen Skin? Nein, haben wir natürlich nicht. Nettes Gesicht, sexy Haut. Weil du ein degenerierter Spieler bist, darum. Das ist Claire Cretons Sieger-Lounge. Du bist kein Sieger, sondern ein Loser, also verpiss dich. Vergiss es, du kommst hier nicht rein, bist nicht wichtig genug. Lass mich ein, ich bin ein Ranger. Ist mir furz egal. Hier kommt nur rein, wer reich oder berühmt ist. Du bist nichts davon. Komm schon, es muss doch möglich sein. Klar, wenn du gewinnst, kommst du rein. Wie das geht? Gewinne im Mutant Bash TV und beim Chess Car Derby. Werde ein Schirm. Kinderspiel für jemand Toughes wie dich, oder? Ist das alles? Jupp. Wenn du ein Champ bist, gehst du hier ein und aus und triffst den Meister persönlich. Es gibt keinen anderen Weg. Nicht für dich. Okay. Wische rechts. Oh, ja, ja. Und bist du am Türsteher vorbeigekommen? Es gibt einen Weg hinein. Ich muss ein paar Mutanten im Fernsehen platt machen und ein Rennen gewinnen. Champion zu werden sollte kein Problem sein. Dann hoffen wir, dass du es drauf hast. Keine Haut. Diese Shows verheizen Leute wie Brennholz. Oh, ja, ja. Doppelt rechts, ja. Okay, wo muss ich dafür hin? Ödland-Berühmtheit hier. Da ist ein Derby. Mutant Bash. Da muss ich mit dem Marshall jetzt reden. Okay. Was machen wir denn als nächstes? Können wir da eine Schnellreise hinmachen? Ja, machen wir mal. Ich denke, ich muss in die Stadt hineinlaufen. Ranger, wir haben wieder Saft. Großartige Arbeit. Ranger. Okay, komme ich nicht drüber. Also, wo liegt das Problem? Gulo ist verschwunden. Und ohne ihre Infos sind wir aufgeschmissen. Ach ja? Nun, der Scrambler sollte den Sicherheitscheck der Obrigkeit überstehen.
Dafür muss er aber auf ihr aktuelles Sicherheitssystem ausgerichtet sein. Sonst klappt es nicht. Gulo sollte nachforschen. Jetzt ist sie weg. Kurz vor deiner Ankunft traf endlich das hier ein. Marsch, Gulo hier. Ich habe einen alten Obrigkeitsbau gefunden. Über den Uplink dort sollte ich herausfinden können, was für ein Sicherheitssystem die Obrigkeit nutzt. Aber es gibt Probleme, Marsch. Die Hügel sind voller Immortal Shrouded auf der Suche nach Tech und Kills. Ich bleibe in Deckung und halte Ausschau. Ein schrecklicher Spion! Schnappt sie! Bringt sie zur Stiernackenfestung! Marsch! Johannes! Sie haben mich! Marsch! Die Immortal Shrouded sind kranke Bastarde. Die foltern aus Spaß. Wir brauchen die Koordinaten zu diesem Obrigkeitsbau. Und es wäre besser, wenn meine beste Spionin nicht stirbt. Von wegen Immortal. Die werden schon noch sterben. Ich hol sie da raus. Viel Glück, Ranger. Bring den kleinen Fuselschwamm lebend zurück, ja? Diese Nanotriten in deinem Blut, hä? Ziemlich sinnlos, oder? Von wegen. Irgendwelche Wissenschaftler haben gelernt, wie man sie mit Nanotritenstämmen programmiert. Das verleiht dir Superkräfte. Die meisten sind verloren. Aber ein paar Exemplare befinden sich noch in den versiegelten Archen. Das könnte entscheidend für dich sein. Weißt du, wo ich eine finde? Südlich von hier liegt eine Arche mit einem intakten Stamm. Hoffentlich verschaffen dir deine Nanotriten Zugang. Ich habe jedoch keine Ahnung, wie der Kram funktioniert. Für eine schlaue Erklärung solltest du Dr. Quasier besuchen. Okay. Da haben wir ein Datenpad wieder. Sonst gibt es hier ja, denke ich, nichts. So, was gibt es hier? Finde Gulo in der Stiernackenfestung. Wir werden zuerst zu dem Fragezeichen fahren. Und im nächsten Part werden wir uns wahrscheinlich dieser Stiernackenfestung widmen. Antivirus-Systeme. Sind wir auch gleich am Fragezeichen angekommen. Ziel erreicht. Ich empfange etwas. Ein Ranger-Signal? Das könnte einer unserer vermissten Ranger sein. Du solltest herausfinden, was ihm passiert ist. Ranger-Echos sind Ranger, die Vineland verlassen haben und nie zurückgekehrt sind. Finde und scanne den gefallenen Ranger. Lagerkisten. Fragt sich nur, wo die Lagerkisten und der gefallene Ranger sind.
haben wir mal eine lange Kiste. So, was hat das Ding jetzt gemacht? Zweite lange Kiste. So, als ob das Wasser nicht mehr unter Strom steht. Okay, Aufklärungsmission 34.1. Ranger Bowie. Okay. Elefantenfelsen. Ein gefallener Kamerad. Gute Arbeit. Bring seine Marke später ins Präsidium. Mom wäre darüber erfreut gewesen. Schein, Blitzscher, Mann! Wo kamen die her? Irgendwo müsste noch eine Lagerkiste sein. Die hätte ich auch noch gern. Wenn ich schon mal da bin. Da ist schon wieder irgendwas vom Himmel gefallen. Hier ist sie auch nicht. Vielleicht drunter versteckt. Okay, nein, da hätte ich mir denken können, dass sie noch ist. Schauen wir uns hier auch noch mal etwas genauer um. In einem Container ist sie anscheinend auch nicht. Nicht. Aber es fehlt definitiv noch eine Kiste. Das hat anscheinend ein wenig Schaden gemacht. Hm.
Okay, abgeschlossen. Okay, nein, das Giftwasser macht keinen Schaden. Lass mich einweisen. Bin bald wieder da. Bin zurück, Walker. Mir geht's gut. Gut, dann war es das aber auch wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.